Ernährungssicherheit, Bildung, sauberes Wasser, Beschäftigung und demokratische Institutionen. All das interessiert Bill Gates nicht, denn er will ja nur Leben retten. Und Leben retten ist ein Totschlagargument. Ziemlich clever, der Bill Gates. Ist eben ein cleverer Typ, der Bill Gates. Eine Frau, die über Bill Gates geschrieben hat und dass Bill Gates eine Marke ist und was der so treibt. Die Rede ist von Katrin Hartmann. Sie hat im aktuellen Freitag einen Artikel darüber geschrieben. Mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Hartmann. Hallo, grüß Sie. Der Bill Gates ist schon ein cleverer Typ, oder? Cleverer Geschäftsmann. Ja, klar. Er ist ein cleverer Geschäftsmann. Er hat ein Unternehmen wie Microsoft zu einem Monopolisten hochgewirtschaftet und auf die ähnliche Art und Weise, wie er dieses Unternehmen dorthin gebracht hat, schwingt er sich jetzt auf, zum Monopolist der Weltrettung werden zu wollen. Das ist ja mit Geld, mit Blutgeld bezahlt. Man könnte sagen Charity mit Blutgeld. Charity klingt irgendwie nett. Blutgeld gar nicht so, aber Sie schreiben, dass es Blutgeld ist. Wieso ist denn das Geld dieser Foundation, dieser Melinda und Bill Gates Foundation Blutgeld? Dazu muss ich erstmal mit so einem ganz hartnäckigen Mythos aufräumen, der mich auch immer wieder überrascht, dass der nicht totzukriegen ist. Es heißt ja immer wieder, Bill Gates gibt sein ganzes Geld, sein ganzes Vermögen dazu her, um die Welt zu retten, um in Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und so weiter Geld zu spenden, um den Hunger zu bekämpfen und so. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das ist nicht sein privates Vermögen, mit dem diese Stiftung hier agiert. Es ist ein Teil seines Vermögens, den er gespendet hat. Er spendet natürlich immer wieder in seine Stiftung und hat auch mal versprochen, bis zum Ende seines Lebens möglicherweise sein ganzes Vermögen dahin zu geben. Aber das Geld, das in der Stiftung liegt, das ist Geld, das auch in dem Bill and Melinda Gates Foundation Trust in Aktien angelegt wird. Und diese Aktien sind hochproblematisch. Dafür wird Bill Gates schon seit vielen, vielen Jahren kritisiert, ohne dass die Stiftung sich dazu mal äußert. Also da reagieren die immer einigermaßen ignorant. Dieses Geld wird angelegt in Konzerne, die nun alles andere sind als umweltfreundlich oder sozialverträglich, sondern im Gegenteil menschenrechtlich höchst bedenklich und den hehren Zielen der Stiftung völlig konträr dagegen stehen. Wenn man sich diesen öffentlich zugänglichen, auch auf der Homepage öffentlich zugänglichen Steuerreport, die Steuererklärung dieses Trusts anschaut, dann sind da hunderte von Firmen aufgeführt, darunter Rüstungskonzerne wie AE Systems, die Waffen für den Jemenkrieg produzieren, da ist Airbus drin, da sind Aktien in Ölkonzerne immer noch drin, obwohl Bill Gates 2016 angekündigt hat, dass sie jetzt ihre Ölaktien loswerden. Das sind also tatsächlich in der 2018 Erklärung immer noch Aktien in BP, Shell und Exxon drin. Es sind problematische Lebensmittel- und Konsumgüterkonzerne drin, Supermarktkonzerne, es sind Pharmakonzerne drin, wie Pfizer, es sind Bergbaukonzerne drin, hochproblematische Bergbaukonzerne wie Glencore, Vale zum Beispiel, die ja zuletzt für diesen verheerenden Dammbruch in Brasilien verantwortlich waren. Also alles Großkonzerne, die tatsächlich denen Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Vertreibung, Landraub und so weiter vorgeworfen wird. Und dazu kommt noch dieser Berkshire Hathaway Fonds, zu dem die Hälfte dieser Anlagen auch ausmacht. Und da sind dann wiederum Firmen drin wie Coca-Cola, Ausbeuterkonzerne wie Amazon und UPS. Konsumgüterriesen wie Procter & Gamble, Kraft Heinz. Und das ist tatsächlich etwas, was schon seit Jahren problematisch ist. So wird das Geld dieser Stiftung generiert, das dann mit großem Getöse zur Weltrettung verwendet wird, während an anderer Stelle die Welt genau von solchen Konzernen systematisch ruiniert wird. Und wie ist denn die Verbindung zu Pharmakonzernen und zu denen, die an teuren Impfstoffen Geld verdienen? Naja, das ist das nächste problematische Verhältnis. Das kommt aber natürlich auch daher, dass diese Stiftung einen Ansatz verfolgt, der technologisch marktwirtschaftlich ist. Also da geht es ganz viel um große öffentlich-private Partnerschaften, Public-Private Partnerships. Wenn man sich die Stiftung anschaut, die ist selbst ganz eng mit der Industrie verzahnt. Da sitzen der Präsident für globale Gesundheit bei der Stiftung, Trevor Mandel, war vorher bei Novartis in der Entwicklung. Ken Duncan war bei GlaxoSmithKline. Dann hat jetzt im April die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Stiftung hat zu Pfizer gewechselt. Also da sieht man schon, dass auch beim Personal da eine Verquickung da ist. Dann spendet auch
oder was heißt, man kann sich ja Spenden bezeichnen, weil über dieses Geld ja nicht einfach verfügt werden darf. Dann fördert die Stiftung auch Pharmakonzerne wie Pfizer mit Geld bei der Entwicklung von Impfstoffen. Und das ist natürlich so ein bisschen problematisch, weil wenn man eines tun müsste, dann diese sehr, sehr mächtige Pharmaindustrie, die ja durch das Patentsystem und durch überhöhte Preise ja praktisch unmöglich macht, dass lebenswichtige Medikamente im globalen Süden produziert werden können, dort verteilt werden können und auch eben hergestellt werden können, indem man einfach diese Patente nicht mehr hat, könnten die ja viel günstiger hergestellt werden. Das verhindert das alles. Stattdessen hat diese Stiftung eben große Public-Private Partnerships, nur zum Beispiel halt eben diese globale Impfinitiative Gavi ins Leben gerufen, wo letztlich mit öffentlichem Geld und Geld der Stiftung und Geld der WHO und so weiter diese Pharmaindustrie auch noch gestützt wird, indem sie weiteres Geld bekommt, um eben Impfungen zu entwickeln und dann mit dem Geld unter anderem von Regierungen diese völlig überteuerten Impfstoffe diesen Firmen abgekauft werden, um sie dann den Menschen im globalen Süden zukommen zu lassen. Also das ist ziemlich problematisch, eben weil ja Regierungen eigentlich dafür sorgen müssten, dass die Macht dieser Pharmafirmen geschwächt wird, dass das Patentrecht, dass dieses Patentsystem anders geregelt sein muss, eben dass das Recht auf Gesundheit, das dadurch ja beeinträchtigt wird, global hergestellt werden kann und einfach nicht die Pharmaindustrie eine solche Übermacht hat, was das angeht. Das heißt, dieses Patentrecht ist ein Riesenproblem, aber auch diese PPP, Public-Private Partnership, klingt auch cool, ist es aber eigentlich nicht, oder? Nein, ist es überhaupt nicht. Das ist tatsächlich ja eine Entwicklung und das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen, das ist jetzt nicht die Schuld von Bill Gates, sondern das ist schon auch die Schuld der Regierungen. Das hat sich ja seit den 90er Jahren, seit den Privatisierungswellen, seit dieser neoliberalen Beschleunigung des Kapitalismus haben ja diese privat-öffentlichen Partnerschaften auf allen Ebenen der Daseinsvorsorge zugenommen. Sei es bei der Privatisierung von Wasser, bei der Privatisierung von Gesundheitssystemen, dass plötzlich die Industrie eingeladen wird, an einen Tisch gebeten wird und es so getan wird, als gäbe es da gleiche Interessen. Und die gibt es nicht. Anne Jung von Medico International, die dort eben Referentin für öffentliche Gesundheit ist, globale Gesundheit, nennt es eine Nivellierung von Interessenskonflikten. Denn es kann ja eigentlich nicht sein, dass da eine Pharmainteresse mit klaren Profitinteressen, in dem Fall jetzt bei Gavi, am Tisch sitzt mit Regierungen und man so tut, als würde man an einem Strang ziehen. Und wenn man sich anschaut, wie Public-Private Partnerships nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in der ganzen Welt bisher bewertet worden sind, angefangen von der Privatisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung bis hin zum Straßenbau, stellt der Bundesrechnungshof in Deutschland diesen Public-Private Partnerships immer ein schlechtes Gewissen aus, ein schlechtes Zeugnis aus, weil viel zu viel Geld verschleudert wird, während gleichzeitig aber der Nutzen für die Bevölkerung gering wird. Also das gibt es Dutzende Untersuchungen, warum Public-Private Partnerships, also diese öffentlichen privaten Partnerschaften, der Allgemeinheit schaden, dem Steuerzahler schaden und letztendlich mit Unterstützung öffentlichen Geldes da private Gewinne erwirtschaftet werden. Und wenn es jetzt um sowas wie globale Gesundheit geht und die Entwicklung von Impfstoffen gegen lebensbedrohliche Krankheiten, wie jetzt auch eben gerade im Moment gegen Covid-19, dann ist es hochproblematisch, wenn solche Systeme wie eben Public-Private Partnerships auch darauf angewandt werden, weil das da Menschenleben und das Recht auf Gesundheit unbedingt vor dem Recht auf Profite der Pharmaindustrie stehen muss. Und das alles ohne parlamentarische Kontrolle. Nun könnte man sagen, Bill Gates ist nicht das Problem, es ist nicht der böse Mann, es ist nicht der Mafia-Boss, der dem kleinen Kind über den Kopf streichelt, sondern es sind die Strukturen oder das Wirtschaftssystem, das es überhaupt möglich macht, dass einzelne Menschen so reich werden können. Könnte man das so sagen? Das kann man so sagen. Und wenn man so will, schließt sich natürlich schon immer wieder ein Kreis dann auch. Es ist ja noch auch dazu so, dass Regierungen in den vergangenen 20, 30 Jahren eben seit der neoliberalen Beschleunigung diese Konzentration von Reichtum ja auch ermöglicht haben durch eine regressive Steuerpolitik. Dadurch, dass es keine Vermögenssteuer gibt, dadurch, dass Konzerne die Möglichkeit haben, ganz legal Steuern zu vermeiden, dass nicht
Steueroasen ausgetrocknet werden, dass Unternehmen zu viele Privilegien haben, zu wenig Steuern zahlen. Wir haben ja gerade kürzlich auch, gab es ja auch eine Untersuchung darüber, dass alle DAX-Konzerne Geld in Steueroasen haben. Wie kann denn das sein? Und dazu zählt natürlich auch Microsoft, denn es ist jetzt, das ist ja auch so ein Bill Gates-Mythos, dass dieser Mann einfach so genial war und durch harte Arbeit und geniale Ideen hier sein unfassbares Vermögen von über 100 Milliarden Dollar. Also das, diese Zahl muss man sich mal vorstellen. Das kann ein Mensch in seinem Leben gar nicht ausgeben. Noch nicht mal, wenn er sich noch so viele Privatjets und Yachten kauft und Anwesen. Dieses gigantische Vermögen eben ist natürlich auch zustande gekommen, weil Microsoft systematisch Steuern vermieden hat, Steuern auch in Geld auch in Steueroasen bunkert und über viele Jahre ein Geschäftsmodell betrieben hat, das wirklich am Rande oder jenseits der Legalität war. Microsoft stand schon kurz vor der Zerschlagung. Die mussten immer wieder milliardenhohe Strafen zahlen, weil sie gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Und das finde ich wirklich immer so ungeheuerlich, dass das so in den Hintergrund rückt, hinter dieses Märchen des guten Reichen, der mit harter Arbeit und guten, brillanten Ideen sein Geld verdient hat und jetzt sein Vermögen dafür ausgibt, um die Welt zu retten. Also dieses Märchen ist wirklich so, diese Erzählung ist wirklich so stark, dass offensichtlich ganz viel von den Fakten, die es zu Bill Gates und seiner Stiftung gibt, da hinten runterfallen. Was wir jetzt machen, ist ja heikel, weil wir könnten ja ganz schnell in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gestellt werden. Dieses Bild, was derzeit von dem Dämon Bill Gates gezeichnet wird, beschädigt ja eigentlich die seriöse Kritik, die ja nicht nur von Ärzte ohne Grenzen kommt, sondern schon seit Jahren eigentlich von seriösen Journalistinnen und Journalisten. Aber jetzt ist es schwierig, Kritik an Bill Gates zu äußern, weil es so entweder gut oder schlecht, das ist so ein bisschen wie in Star Wars. Also entweder dafür, dagegen, gut oder schlecht, schwarz oder weiß, oder? Es ist ärgerlich. Also ich finde diese Verschwörungsideologien natürlich vollkommen furchtbar und sie sind natürlich vollkommen wahnhaft. Das ärgert mich natürlich, wie Sie es ja eben auch schon gesagt haben, aus dem Grund, weil einfach viele NGOs seit Jahr und Tag Kritik üben, wirklich auch weltweit, nicht nur an den Gesundheitsprogrammen, sondern auch an den Landwirtschaftsprogrammen gibt es schon sehr, sehr lange, sehr fundierte Kritik. Man kann das ja alles nachlesen. Diese Steuerberichte, dieser Bericht für 2018, der für 2019 ist noch nicht da, aber das ist ja alles öffentlich einsehbar. Man kann in der Datenbank von Bill Gates sehen, wohin sein Geld geht. Es gibt seriöse Mediziner, die diese Stiftung untersuchen und untersucht haben, eben wohin das ganze Geld geht. Und jetzt wird Bill Gates so reflexhaft verteidigt und gleichzeitig überhöht, indem es da jede Menge Faktenchecks gibt, in denen dann irgendwie drin steht, dass natürlich dieser Quatsch mit den Zwangsimpfungen und dieser Blödsinn, dass Bill Gates Corona erfunden hat, um alle zu impfen, das ist natürlich haarsträubender Unfug, das ist schon klar, aber diese Kritik an der Stiftung und auch die Kritik an dem Einfluss auf die Weltgesundheitsorganisation, die gibt es wirklich schon sehr, sehr lange und die ist sehr fundiert. Es gibt da zum Beispiel eben, den zitiere ich eben auch, den habe ich auch zum Interview vor ein paar Jahren getroffen, den britischen Mediziner David McCoy, der schon vor mehr als 10 Jahren eben die erste wissenschaftliche Untersuchung gemacht hat, wo geht dieses Geld eigentlich hin, und dann festgestellt hat, das geht gar nicht an die Armen, das Geld geht gar nicht in den globalen Süden, sodass Organisationen dort die Möglichkeit hätten zu entscheiden, was machen wir mit dem Geld, wo können wir es sinnvoll einsetzen, sondern das geht letztlich, das wird unter Reichen verteilt, wenn man so will. Das geht an renommierte Universitäten, das geht an Forschungsinstitute im globalen Norden, das geht an Firmen wie Pharmafirmen und eben in diese Public-Private Partnerships und an große US-Organisationen. Das ist ganz interessant, was er mir damals gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass er diese Studie veröffentlicht hat. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2009 oder was. Da haben ihm aus dem medizinischen Umfeld viele Leute zugestimmt, anonym, aber haben auch ihn davor gewarnt, dass so eine Veröffentlichung seine Karriere beschädigen könnte. Und das ist ja schon eigentlich unglaublich, dass es da, dass ein seriöser Wissenschaftler, der einfach mal guckt, wohin geht eigentlich das Geld, praktisch schon Angst haben muss, dass seine Karriere beschädigt wird, weil natürlich
auch das eine Folge der klammen öffentlichen Kassen, Forschungsinstitute auf das Geld von Firmen und privaten Stiftungen wie der Gates Foundation angewiesen sind, sodass sich dort, da gibt es das Wort Gateability dafür, breit macht, dass man eben Anträge so stellt, dass sie ins Programm, ins Blickfeld dieser Stiftung passen, was natürlich auch die Forschung beschädigt. Aber auch da muss man wieder sagen, ist nicht die Schuld von Bill Gates, sondern Klammer öffentlicher Kassen, die sich nicht das Geld von denen holen, die es haben, via Steuern, Vermögenssteuern, Erbschafts- und so weiter, höheren Unternehmenssteuern, um es in eine gute öffentliche Forschung zu geben, die demokratisch bestimmt werden kann. Das muss man, glaube ich, auch immer wieder betonen, dass es die Rolle der Regierungen gibt, ohne diese Lücke, die da entstanden ist, in die nun eine private Stiftung wie die Gates Foundation pressen kann mit ihren Vorstellungen von Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und so weiter, wäre das gar nicht möglich gewesen. Das muss man immer wieder bedenken, dass natürlich der Weg, die Macht solcher Organisationen zu bekämpfen, heißt einfach tatsächlich den öffentlichen Sektor wieder zu stärken, sodass über Geld, das in Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft geht, öffentlich und demokratisch auch bestimmt werden kann. Hm. Das heißt nicht, Bill Gates ist der Dämon und der Böse und das Monster, sondern es sind eigentlich die Strukturen, weltweiten Strukturen, die es anzugehen gilt, ein Basisgesundheitssystem, ein Gesundheitssystem, was für alle da ist und den Kapitalismus zu zähmen und die Großmacht der Konzerne zu brechen und den öffentlichen Sektor, wie Sie sagen, zu stärken. Eine Mammutaufgabe, genau. Eigentlich ein Riesending, aber eben nicht über die Dämonisierung, sondern über die Strukturen gehen. Ist schwer, ja. Oder? Ja, also Dämonisierung, ja, dafür ist es ja eben so ärgerlich, weil man muss ja wirklich auch genau hinschauen. Es gibt natürlich auch andere Stiftungen, aber kaum eine, die einen so großen Einfluss hat. Es gibt auch andere philanthropische Stiftungen wie den Wellcome Trust, der auch an solchen Dingen beteiligt ist. Die sind halt natürlich nicht so sehr mit so einer Person verbunden. Also die mit der Person Bill Gates ist halt natürlich schon auch so ein Mythos verbunden, und das macht diese Verehrung auch so aus, glaube ich. Das wäre jetzt so meine Analyse, weil er den guten Reichtum darstellt und eben zeigt, Reichtum ist doch eine schöne Sache, es ist doch erstrebenswert. Die Reichen geben was zurück, und wenn man irgendwie glaubt, dass die Reichen was zurückgeben, dann sollte man vielleicht zuerst mal fragen, was haben sie denn vorher weggenommen? Und das ist so jedenfalls mein Ziel mit der Gates-Kritik, die ich ja auch schon seit vielen Jahren teile und da auch recherchiere und publiziere, dass man da genau hinschaut, was steckt da eigentlich dahinter? Wie wird da Geld generiert? Welchen Ansatz hat diese Firma? Und Sie haben es ja auch zu Beginn schon gesagt, diese Stiftung hat ja keinerlei Verständnis von den politischen Implikationen auf Gesundheit, von den strukturellen Bedingungen für eine gute Landwirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Sie haben eben diesen technisch-medizinischen Ansatz von Impfungen. Gegen Impfungen gibt es gar nichts zu sagen. Die sind super wichtig, aber es ist nicht alles. Gesundheit ist viel mehr, gerade im globalen Süden. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern da spielen ja gerade im globalen Süden, aber auch hier in einer sich spaltenden Gesellschaft ganz andere Dinge zusätzlich noch eine Rolle. Die Qualität der Arbeit, des Essens, der Ernährung, wo man lebt, ob man aus seinem Wald vertrieben wird in Brasilien und dann am Straßenrand unter Plastikplanen leben muss. Arbeitsbedingungen spielen eine große Rolle, die Versorgung mit Trinkwasser, Bildung spielt eine Rolle, und all das steht eben nicht im Fokus dieser Stiftung, sondern wirklich diese messbaren Ergebnisse, und da sind Impfungen halt relativ einfach, weil man zählen kann, wie viele Impfungen sind da ausgegeben worden, wie viele Menschen sind da gerettet worden, und da haben wir ja Journalistinnen und Journalistinnen auch schon viele Widersprüche aufgedeckt, dass es zwar nur zum Beispiel in Nigeria, dort eben, wo die Ölindustrie alles so ruiniert, zwar eine ganz hohe Impfrate zum Beispiel bei Kindern gegen Polio gibt, was super ist. Gleichzeitig aber sind in dieser Gegend die Lebensgrundlagen so zerstört durch die leckenden Ölpipelines, durch die Verbrennung, durch das Abfackeln von Gas ist die Luft so verschmutzt, dass die Kinder zusätzlich aber noch an vielen anderen Krankheiten leiden, mit denen wiederum ja die Gates Foundation durch ihre Investments in Ölkonzerne das zumindest ja unterstützt. Und da ist mir eben wichtig, dass man einfach diese Strukturen und Zusammenhänge erkennt. Und wenn man sich anschaut,
dass die WHO ja mehr und mehr von solchen privaten Großspendern abhängig ist, weil die Regierungen ihre Pflichtbeiträge eingefroren haben. Die USA will sie ganz abschalten. Und wenn wenig öffentliches Geld da ist oder überhaupt wenig Geld da ist, über das die WHO frei verfügen kann, dann kann sie ihren ganz wertvollen Ansatz, genau diesen politischen Ansatz, nämlich zu sagen, wir brauchen eine Basisversorgung und wir müssen uns alle den Einfluss auf Gesundheit anschauen, in einem politischen Sinne, den kann sie so nicht umsetzen, wenn viel Geld eben und auch eben das Geld der Gates Foundation gebunden ist an Programme, die für richtig halten. Das ist das tatsächlich große Problem und auch diese ganzen Verschwörungstheorien, der Gates kontrolliert die WHO und so weiter, das ist Käse. Natürlich ist da viel Geld von Bill Gates drin, er stellt aktuell 10% des ganz, ganz mageren Budgets. Man muss sich mal vorstellen, nur damit das mal irgendwie auch ausgesprochen ist, dass die Weltgesundheitsorganisation, die genau dafür da ist, und das sehen wir ja jetzt bei der Pandemie so deutlich, solche Basisgesundheitsstrukturen herzustellen, Zugang zu Gesundheit für alle Menschen auf der Welt so gut wie möglich herzustellen, dass diese Organisation nur ein Budget von 5 Milliarden Dollar hat, also ein Zwanzig für 2 Jahre, ein Zwanzigstel des Privatvermögens von Bill Gates. Und wenn eben dieses Geld, das Gates da zur Verfügung stellt, aber auch andere, ja, also dann und das tatsächlich nur gebunden ist, dann kann diese Organisation diesen Ansatz schwer umsetzen. Und dass eben Gates gar kein Bild von den politischen Einflüssen auf Gesundheit hat, während die WHO da ein ganz progressives Programm verfolgen würde. Das ist tatsächlich das ganz grundsätzliche Problem. Und deswegen sollten wir diese Stiftung einfach kritisch betrachten, weil es geht anders. Und wir müssen dafür sorgen, dass Regierungen solchen privaten Einfluss auf Gesundheit und solch eine Macht solcher Stiftungen überflüssig macht. Ja. Darum muss es gehen und nicht um eine Dämonisierung von Bill Gates, der natürlich von mir aus auch als Person fragwürdig ist, aber das sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern wie kann eigentlich eine Privatstiftung und privates Geld eine solche Macht bekommen? Wie ist dieses Geld überhaupt zustande gekommen und wie schaffen wir es, die demokratische Kontrolle über einen der wichtigsten, für unser aller Leben wichtigsten Punkte zu bekommen, wie die Kontrolle zu bekommen, nämlich öffentliche Gesundheit und das Recht auf Gesundheit. Ja, und dass es strukturelle Fragen sind, dass die natürlich auch was mit der ökologischen Krise zu tun haben, kann man nachlesen in Ihrem aktuellen Buch Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. Katrin Hartmann, ich danke Ihnen, alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gespräch. Ich danke, alles Gute, ciao. Tschüss.